Sie dienen Shaitan, sie folgen Shaitan. Und deswegen, es gibt mehrere Arten von den Dschinn. Und man darf sie nicht alle auf einen Kamm. Aber natürlich, es gibt immer Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch betrachten müssen. Wenn du in einem Ort gehst, eine Toilette oder einen Müllabfuhrplatz, das ist am meisten Platz, die von Shayatin bewohnt ist. Hat Muhammad Sassim gesagt. إذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Wenn du zur Toilette gehst, dann sag, oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir von Shaitani und Shaitanat. Das heißt von den euren Frauen und Männern davon. Khubt wal khaba'it. Sie leben dort. Sie leben dort. Und deswegen, wenn du reingehst zum Müll wegschmeißen, sag Bismillah. Lehre deine Kinder. Und die Kinder brauchen keine Angst. Sie sagen einfach Bismillah und keine Angst. Bismillah und schmeiß es. Heißes Wasser. Besonders für die Frauen, die jetzt in der Küche arbeiten manchmal, sie nehmen heißes Wasser und nehmen das. Sag Bismillah. Du weißt nicht, was da ist. Besonders wenn du draußen bist, neben einem Baum. Vielleicht ist da einer von denen neben einem Baum, du siehst ihn nicht. Und viele von den unwissenden Dschinn haben Menschen besessen, die sagen, er hat meine Tochter verbrannt. Du sagst ihm, er hat dich nicht gesehen. Aber er kann das nicht verkraften, weil seine Tochter verbrannt worden ist. Deswegen sag Bismillah und gieße das. Und immer Bismillah, Bismillah, bei jeder Handlung. Rausgehen, reingehen, schlafen gehen. Überall sagst du Bismillah und dadurch bist du geschützt. Und Surat al-Baqarah, der Satan flüchtet von Surat al-Baqarah. Und das Haus, wo Surat al-Baqarah vorgelesen wird, in diesem Haus kommt kein Shaitan rein. Und wenn du schläfst, es gibt Leute, sie haben Probleme beim Schlaf. Entweder werden sie erwürgt von irgendetwas im Schlaf und er kann nicht mehr atmen und er bekommt das immer. Oder er bekommt immer schlechte Träume. Oder er wird geschlagen oder. Solche Menschen, sie sollen nur die Sunna machen und sowas verschwindet sofort. Ich sage sofort, bevor du schläfst, bevor du schlafen gehst, nimm deine Hand und streiche da mit deiner Hand auf deinem Bett und sag Bismillah, Bismillah, vielleicht gibt es da ein Nadel oder irgendwas, was deinem Körper auch schaden kann, aber auch von Shayatin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wenn du in deinem Bett bist, mach folgendes. So, nimm deine Hände und mach trockene Spuck. Mehrmals. Und lies mal. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Die letzten drei Suren vom Koran. Und dann streichest du damit auf deinem Körper, was du willst von deinem Körper. So. Eins. Liest du dreimal die drei Suren, 1, 1, 1, und dann streichst du damit auch von oben, ja, was du kannst von deinem Körper, und zum dritten Mal machst du das, und dann geh schlafen. Und sag mal einen mutigen Shaitan, dass er dich berührt. Wallahi, wallahi, nichts wird dir passieren, bi'idhnillah. Du bist wie Feuer. Für ihn bist du wie Feuer. Niemals kann er dich berühren. Niemals kann er zu dir nahe kommen. Tu das nur. Tue das nur. Und wir wissen, jetzt kommen wir zu den Fragen. Es gibt auch eine Überlieferung in Sahih al-Bukhari, wo der Prophet Abu Huraira gesagt hat, du sollst die Schatzkammer als Wärter sein. Das heißt, du sollst das bewahren, beschützen, dass keiner von dort klaut. Als Abu Huraira kam, er fand einen Mann, der gerade beim Klauen war. Er hat ihn festgenommen. Komm, ich nehme dich zum Propheten. Er sagt, bitte lass mich. Ich habe Kinder und Frauen, wir sind arm, wir haben nichts zu essen. Abu Huraira hat ihn gelassen. Dann hat Muhammad Hassan zu ihm gesagt, ma fa'ala sahibuka Abu Huraira bil Ams. Was hat dein Freund mit dir gemacht, Huraira, am Abend? Er sagt ihm so und so und so und so. Muhammad Hassan wusste darüber Bescheid. Er sagt ihm, sofa ya'ud, er wird nochmal kommen. Und noch ein anderes Mal kam Abu Huraira zu dem Schatzkammer, er fand ihr, er klaut Dattel. Er hat ihn festgenommen, er sagt ihm, jetzt nehme ich dich. So Rasulullah. Er begann zu weinen, bitte, 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 bis Abu Huraira leid tut und dann hat er ihn gelassen. Und dann kam er zu Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah wusste von Allah Ta'ala, er sagt ihm, er wird nochmal kommen. Und dann kam er einen Tag und er fand ihn wieder beim Klauen, er sagt ihm, aber dieses Mal lasse ich dich nicht.
Ich bringe dich zu Rasulullah. Er sagt ihm, lasse mich und ich gebe dir einen Teil des Wissens. Wissen. Und wenn du Sahaba sagt Wissen, das ist mehr als du ihnen sagst, Milliarden. Nicht wie heute. Heute jeder hält sich fern vom Wissen. Das Wissen. Er sagt Wissen, ja. Er sagt ihm, idha awaita ila firashik. Wenn du schlafen gehst, lese Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu, Thronvers, Allahu la ilaha illahu. Dann wirst du von dem Satan die ganze Nacht beschützt. Dann ging er zu Muhammad Sassim, er erzählte ihm die Geschichte. Ja. Und er sagte ihm, ja, Aba Huraira, weißt du, wer das war? Er sagt ihm, wer, ja Rasulullah? Er sagt ihm, das war der Satan. Er kam in ein Menschengestalt und er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er Lügner ist. Er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er Lügner ist. Und deswegen lese Ayatul Kursi und mach das und schlaf. Wenn du die anderen Duas nicht kennst. Nur das reicht. Und schlaf. Bi Innillah passiert dir nichts. Ich danke euch für das gute Zuhören.